Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und schauen wir zum Beginn der Woche auf die deutschen Kinocharts. Denn wie jeden Montag werden diese veröffentlicht. Die dritte Woche in Folge wurden in Deutschland für keinen Film mehr Tickets gelöst als für 50 Shades of Grey 3. Anastasias und Christians finales Abenteuer wollten erneut 305.000 Zuschauer sehen. Dicht gefolgt vom Black Panther, den 290.000 Kinogänger sehen wollten, womit er wieder auf Platz 2 landet und hierzulande bisher nach wie vor nicht die Spitze der Kinocharts erklimmen konnte, während er in den USA weitere 108 Millionen Dollar einspielte und auf Platz 1 landete. Auf Platz 3 findet sich der von Steven Spielberg inszenierte Neustart Die Verlegerin mit Meryl Streep und Tom Hanks wieder, der 165.000 Tickets verkaufte. Auf Platz 4 folgt dann der Dauerbrenner Die kleine Hexe mit 140.000 und auf Platz 5 Neuentstieg Wendy 2 mit 105.000 Besuchern wieder. Am vergangenen Sonntag vergab die 68. Berlinale ihre Preise. Und so wie sich die Berlinale selbst feierte, so weiblich zu sein wie noch nie, spiegelt sich auch das in der Preisvergabe wieder. So wurden 7 von 12 Preisen an Frauen vergeben, unter anderem auch der Goldene Bär, der an die rumänische Regisseurin Adina Pintili für Touch Me Not vergeben wurde. Diese Entscheidung wurde von vielen als mutig, aber auch schockierend aufgenommen. Das Langfilmdebüt der Regisseurin ist ein Mix aus Dokumentation und Fiktion und beschäftigt sich mit menschlicher Intimität, die nicht jeder Zuschauer ertragen konnte. So sollen während der Berlinale-Vorführungen sehr viele Zuschauer die Kinosäle verlassen haben. Ich persönlich bin kein großer Fan der Berlinale und auch dieses Jahr haben mich massenhaft Nachrichten von euch Zuschauern erreicht, die kopfschüttelnd aus vielen Filmen gekommen sind. Ich persönlich würde mir beim größten Publikumsfilmfestival der Welt mehr Stoffe wünschen, die auch für jeden gemacht und weniger verkopft sind. Klar existieren diese auch auf der Berlinale, aber gesamtheitlich bekomme ich Jahr für Jahr immer mehr den Eindruck, dass die Berlinale ihre Identität als Filmfestival für das breite Kinopublikum zwischen zu viel Glanz und gewollter Kunst verliert. Wer übernimmt eigentlich den Iron Man-Anzug? Mit Robert Downey Jr. startete 2008 das Marvel Cinematic Universe. Doch ewig wird er als Tony Stark den Anzug des Iron Man nicht tragen. Das hat er selbst bereits bestätigt, aber einem Nachfolger als Mentor erhalten bleiben. Klar, in den Avengers 3 und 4 werden wir ihn wie gewohnt sehen, aber was kommt danach? Nun hat er selbst in Anlehnung an die Geschehnisse in den Comics die Idee ins Spiel gebracht, nicht nur eine junge weibliche Figur als Nachfolgerin, so wie es bei Ironheart der Fall ist, sondern auf eine bereits existierende Figur zurückzugreifen, nämlich auf Shuri, T'Challas Schwester aus Black Panther, die ähnlich wie Tony Stark sich mit dem Tüfteln auskennt und von Technologie fasziniert ist. Ich persönlich könnte mir beide gut als zukünftiges Duo vorstellen. Was haltet ihr denn von Shuri als Nachfolgerin von Iron Man? Am 22. April startet endlich die zweite Staffel von Westworld, eine Serie, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Und HBO als Serienhitschmiede lässt sich auch bei der Promo der neuen Staffel nicht lumpen. Im Rahmen des South by Southwest Festivals in Texas wird ein 8000 Quadratmeter großer Western-Themenpark im Westworld-Stil errichtet, inklusive Schauspieler, die als Androiden auftreten und futuristischer Welt hinter den Kulissen. Besucher müssen sich hier wie in der Serie mit Western-Kleidung einkleiden und betreten dann den Themenpark, in dem sich Besucher und Androiden nicht voneinander unterscheiden lassen. Hierzu gibt es auch einen kleinen Teaser. You can hear it, can't you? That little voice. The one that's telling you don't. Don't stare too long. Don't touch. Don't do anything you might regret. Aktion, die vom 9. bis 11. März stattfindet. Leider sind alle Tickets bereits vergriffen. Und hier wie immer weitere Kurzfilm-News im Überblick. Lange wurde diskutiert über eine eigene Prequel-Serie rund um Roland und der dunkle Turm. Neuen Berichten zufolge ist die Serie bei Amazon untergekommen. Ein Veröffentlichungsdatum existiert aber noch nicht.
Ebenfalls eine Serie bekommt übrigens Blair Witch Project. Erste Gerüchte hierzu gab es bereits 2017. Auch wenn die Fortsetzungen des ursprünglichen Films nie dessen Erfolg wiederholen konnten, hofft man jetzt das Glück in Serienform zu finden. Rush Hour 4 wird kommen. Jackie Chan hatte hierfür schon lange sein Go gegeben und nun auch Chris Tucker. Gedreht werden soll bereits 2018. Nun muss dringend ein Regisseur gefunden werden und ein Kinotermin für Jurassic World 3 steht fest. Während Teil 2 Anfang Juni diesen Jahres in die Kinos kommt, wird Jurassic World 3 Mitte Juni 2021 weltweit in den Kinos starten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film News. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen.